Heute haben wir wieder ein Technikvideo und wir beschäftigen uns heute mit der Dunstabzugshaube, mit der Wing von Miele. Herzlich willkommen in einem neuen Video von Küche gut, alles gut. Ich bin Robert Gutzmann von Gutzmann Küchen hier aus Bautzen und mit meinem Team haben wir seit 2011 bereits über 1000 Kunden mit ihrer neuen Küche glücklich gemacht. Wir haben übrigens neue Bewertungen bekommen auf Google. Sind echt schön geworden, also echt schön geschrieben. Guck mal, wir haben heute Post gekriegt. Also was heißt Post gekriegt? Wir haben Lieferung gekriegt. Und zwar kriegt nächste Woche eine Küche diese Rückwand. Also eine schöne Glasnische, die kommt halt hinter das Kochfeld. Und also für uns die Besonderheit ist, die Rückwand haben wir hier in Bautzen produzieren lassen. Also quasi ein, in Anführungsstrichen, für uns regionales Produkt. Und es ist echt schön geworden, also wo die heute gekommen ist. Das ist immer so ein bisschen der Überraschungseffekt, ne? Weil das ja jetzt auch ein Dekor ist, was jetzt nicht so im Katalog drin ist, sondern was halt sich die Kunden quasi mit unserer Unterstützung halt rausgesucht haben. Wir haben es dann halt quasi an die Druckerei gegeben und das entsprechend vorbereiten lassen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an den Robert Tschitschowski hier aus Bautzen von der Druckerei Schleppers und sein Team. Ist echt schön geworden. Mal sehen, was die Kundin dazu sagt. So, dann greifen wir mal im Video an und gehen zur Dunstabzugshaube. Yep! Hep, da sind wir. Und wir schauen uns heute die Miele Dunstabzugshaube an, die Wing. Und die Wing gibt es in Schwarz und in Weiß. Und von den Maßen 60, so wie sie bei uns hängt. Dann gibt es die noch 80 cm breit und 90 cm breit. Die Änderung bei den unterschiedlichen Breiten ist, dass einfach der Glasschirm entsprechend breiter wird. Ne? Die Bilder, die zeige ich euch mal. Das kennt ihr ja schon. Die Energielabel finde ich ja bei gewissen Geräten Blödsinn. Und bei Dunstabzugshauben schon ein Stück weit sinnvoll. Und wenn wir mal hier drauf schauen, haben wir eine Lüftereffizienz in der Klasse B. Das ist schon recht gut. Gut, Beleuchtung mit LED-Licht ist eine A, das ist ganz, ganz einfach. Die Filtereffizienz haben wir eine B. Und was interessant ist, das werden wir uns heute mal angucken, beziehungsweise anhören, müsst ihr die Ohren spitzen. Lautstärke 54 dB. Jetzt brennt hier schon das Licht. Und wir sehen, dass die Küche leer ist. Das heißt, was fehlt? Der Kaffee fehlt. Wie machen wir das? Den Kaffee klatschen wir herbei. Logisch, müssen wir mal wieder klatschen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, und dann? So, da ist er. Der Kaffee. Ne? Lippen befeuchten, Zunge befeuchten. Das war jetzt ein Insider. Ach nee, ist ja kein Insider, weil da wird er nicht rausgeschnitten. Das war bei den Dreharbeiten so einfach so gesprochen und das ist ja im letzten Video drin geblieben und das habe ich euch hier verlinkt, da könnt ihr dann im Anschluss nochmal schauen. Jetzt haben wir doch glatt beim Videodreh was vergessen, das wird jetzt quasi oder ist jetzt quasi am Anfang des Videos reingeschnitten. Eine kleine Ankündigung, nächste Woche senden wir von der IFA aus Berlin. Also nächste Woche das Video nicht verpassen, Kanal abonnieren. Wir sehen uns auf der IFA. So, jetzt habe ich ja jetzt schon hier schön gesagt, das Licht haben wir angemacht. Und dann gibt es gleich noch einen Hinweis auf dem Video. Und zwar finde ich persönlich immer sehr gut, wenn das Licht auf das Kochfeld scheint. Ne? Also es gibt ja mehr als genügend, gerade Kopffreihauben, ne? Also Hauben, die so schräg sind, die das Licht hier unten haben. Was natürlich ganz sinnvoll ist, weil dann wird hier hinten die Rückwand angestrahlt. Also ich habe das zu Hause auch so. Ja, habe das halt damals nie besser gewusst. Ne? Lerne ja auch noch dazu. Wie gesagt, bei der Haube ist das hier vorn angeordnet und wie man sieht, habe ich eine wunderschöne Ausstrahlung. Und wir hatten uns schon
eine Haube angeguckt vor kurzer Zeit von Innovida und die Haube hatte das Licht relativ mittig, also auch war eine Box-Design-Haube, also eine gerade und das Licht relativ mittig. Das Video findet ihr hier und dann machen wir hier weiter mit der Bedienung. Wir haben hier eine klassische Knopfbedienung, also nichts zum Sliden oder Touchen, sondern ganz klassisch Licht extra und an-aus. Ganz wichtig bei der Dunstabzugshaube, wenn ich im Kundengespräch bin, merke ich das rein vom Feedback, dass viele das nach wie vor falsch machen. Und zwar ist es wichtig, wenn ihr kocht, dass ihr zuerst die Haube anmacht und dann anfangt zu kochen. Also dass quasi die Luft oder der Luftstrom eine Chance hat, sich aufzubauen und dass dann dementsprechend halt das ganze System auch funktioniert. Bei der Haube ist es auch so, dass die jetzt bei uns auf Umluftbetrieb läuft. Ist ja klar, wo will ich ja eine Abluft hinmachen und wir kochen ja hier nie aktiv. Die läuft auf Umluft, kann aber auch auf Abluft gebaut werden. Das kann man einmal damit erzeugen, dass hier oben nochmal ein Schacht drauf kommt. Das ist dann so ein bisschen das Manko bei der Haube. Der Schacht ist relativ breit. Den kann ich euch auch nochmal zeigen. Also wie von Zauber, also wir können ja Zauber, ne? Wie von Zauberhand haben wir jetzt den Schacht da drauf. Und das ist ein Teleskopschacht, ganz klassisch wie bei vielen anderen Hauben auch. Und wie gesagt, von der Breite ist natürlich vom Design her an das Mittelteil angepasst. Ich finde den Schacht ziemlich wuchtig, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Aber hat halt auch den Vorteil, dass man dort schön das Abluftrohr dort da drin verstecken kann. Alternativ, sag mal, wer jetzt kein Loch in der Wand hat, ne? Also wer jetzt sagt, okay, ich möchte, habe vorher eine Umluft gehabt, möchte jetzt eine Abluft haben, muss das Loch eh neu in die Wand machen, der hat auch die Möglichkeit bei der Haube quasi das Loch hinter der Haube zu machen, weil die Haube hat die Möglichkeit halt einmal mit der Abluft über die Haube zu gehen, aber halt auch direkt von der Rückseite quasi direkt durch die Außenwand nach außen, also quasi kürzester Weg gerade raus. Da fällt dann der Schacht weg und dann sieht es halt aus wie eine Umlufthaube. So, jetzt habt ihr ja schon die ganze Zeit mitgehört, die Haube läuft, Stufe 2, die nimmt man zum ganz normalen Köcheln. Wenn es halt ein bisschen mehr Phrasen, ein bisschen mehr Dampf gibt, dann gehen wir auf die Stufe 3. Dann wird die natürlich auch ein Stück weit lauter, ne? Aber immer noch im Rahmen. Aber wie gesagt, das werden wir auch gleich messen. Und dann haben wir die Intensivstufe. Klar, die ist ein Stück lauter. Die nehme ich, wenn ich jetzt Fleisch anbrate. Ne? So, dann gehen wir wieder zurück. Und dann brauche ich mal mein Handy. Oh, kriege ich das jetzt zugeworfen? Nein, ich krieg's in die Hand. Krieg's nicht zugeworfen. Denn es gibt ja, also ne, ohne App geht ja gar nichts. Und es gibt auch oder gibt verschiedene DB-Apps. Und die haben wir hier auch. Ich zeige euch die mal. Also die ist kostenfrei, kann man ganz normal, also wenn man zu Hause irgendwas austesten will. Für die Autoverrückten unter euch könnt ihr natürlich auch an eure Abgasanlage halten, wie laut die ist, ob die TÜV-konform ist. So, ne, also wenn ich rede, seht ihr, der Zeiger schlägt aus und der merkt sich halt eben auch die entsprechenden Werte. So, dann gehen wir mal an unsere Haube ran. So, jetzt habt ihr schöne cinematische Aufnahmen. Ihr seht, wenn ich rede oder eine normale Unterhaltung ist so um die 70, 72 dB und die Haube läuft aber ganz klassisch auf Stufe 2. 53, 54 dB. Wenn wir jetzt mal hier gucken, war 54 dB. Also wird uns hier kein Blödsinn erzählt. Wenn ich jetzt Stufe 1, also Stufe 1 würde ich jetzt nehmen als Nachlauf, also mit Stufe 1 würde ich jetzt nichts kochen oder irgendwas. Das würde ich einfach nehmen, um die Haube zu reinigen. Also da kann man ganz normal am Essenstisch sitzen. Wenn man halt in der Küche isst, ne, das stört überhaupt nie. Und dann kann man die da halt die Viertelstunde laufen lassen, damit halt
die Haube und wenn sie an Abluft angeschlossen ist, der Kanal dann entsprechend halt gereinigt, getrocknet wird. Aber wir können ja zur Vervollständigung nochmal Stufe 3. Ne, also selbst in der Stufe 3 ist das relativ entspannt und Stufe intensiv. Okay. Ne, also die Intensivstufe ist quasi die Lautstärke, die man ganz normal hat, wenn man sich unterhält beim Sprechen. Und da muss ich sagen, das ist halt von den Geräuschwerten schon sensationell. Sehr angenehm, gerade in offenen Küchen, ne, wo der Wohnbereich gleich an sich anschließt, ist das eine feine Sache. Und dann machen wir das mal aus und dann gucken wir mal hier rein. Denn das ist unser Metallfettfilter. Und der hat schon eine stattliche Stärke, also nicht nur wegen der Verblendung vorne dran, sondern auch generell Miele-typisch, dass der Metallfettfilter 10-fach stärker ist als bei anderen Herstellern. Ja. Ich halte das mal so in die Kamera. Bedeutet zum einen, dass natürlich der Motor mehr Leistung aufbringen muss, damit quasi die Luft durch kann. Aber zum anderen, das, was er machen soll, quasi die Fettpartikel, dass die sich hier drin festhalten, dass die entsprechend aus der Luft rausgefiltert werden, ist natürlich hier viel effizienter als bei so einem dünnen, wo ich dann halt auch noch durchgucken kann. Das ist dann immer nie ganz so dolle. Ne? Genau, die Stimme aus dem Hintergrund. Wie macht man das sauber? Ganz einfach, mit Backofenspray einsprühen ins Wasserbad und das Fett löst sich dann. Wie gesagt, das Backofenspray ist da sehr effektiv an der Stelle. Und hat man halt auch keine Arbeit damit, weil ganz einfach, legst ins Wasserbad, kann was anderes machen und nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie verschmutzt der ist, ist er dann halt auch wieder sauber. Ja, vom Design, das polarisiert immer, also zumindest bei uns. Die eine Seite der Kunden, die sagt, super, gefällt mir, passt. Die andere Seite der Kunden sagt, geht gar nicht. Aber das ist nicht schlimm, weil das Modell gibt es auch noch in einer abgewandelten Version. Da ist der Mittelteil mit Glas versehen. Da hat man die Metalloptik nicht. Der Nachteil bei dem Modell wäre dann aber, dass das Licht dann hier nach unten rutscht. Ne, das ist dann halt nicht so schön hier oben verbaut. Das ist dann halt rein von der Bauform halt an der Stelle nicht möglich. Ja, dann freue ich mich, dass ihr dabei geblieben seid. Gebt uns einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das weitergeholfen hat, bei eurer Entscheidung, welche Haube ihr nehmen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Küche gut, alles gut, Sonntag 8.30 Uhr. Und wer es nicht abwarten kann, hier und hier gibt es weitere Videos. Und damit ihr nächste Woche das nicht verpasst, hier Kanal abonnieren. Vielen Dank. Tschüss, schönen Sonntag.